Ja, hallo zusammen. Willkommen zu einem kleinen Infovideo für euch. Ich wollte mal kurz ansprechen, wie es momentan so aussieht und weitergeht, denn ich habe so eine kleine Flaute auf dem Kanal. Ich nehme momentan nicht so viel auf, das habt ihr vielleicht gemerkt. Ich meine, es war sowieso schon so geplant, dass kurz gezockt ist, jetzt nicht so regelmäßig kommen, aber momentan fällt es mir besonders schwer, irgendwie aufzunehmen. Oder überhaupt irgendwie zu spielen. Also ich habe so ein Tief, was Spiele angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr einfach dann so gar keinen Bock auf irgendein Spiel bekommt. Und ja, da hänge ich irgendwie gerade so drin und auch immer noch. Und ja, ich mag mich jetzt aber auch nicht wirklich zwingen dazu, irgendwas zu spielen. Ist natürlich blöd, wenn man einen YouTube-Kanal hat und einen Stream, wo es um Games geht. Ja. Weil dann halt da nichts kommt. Wenn man privat so ein Tief hat, ist es nicht ganz so dramatisch. Für mich ist das ein bisschen blöd, deswegen sage ich euch das aber, damit ihr Bescheid wisst, dass ich da halt gerade einfach null Bock auf irgendwas habe, leider. Ich spiele ein bisschen Stardew Valley tatsächlich privat, einfach so vor mich hin. Ich wusste nicht wirklich, ob ich das, ja, wie weit ich das jetzt spiele. Ich wollte es eigentlich schon immer mal irgendwie zu Ende machen. Und es kam jetzt auch ein Update raus. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht Zeit für meinen Kanal. Vielleicht mal für einen Stream die Tage. Und das ist halt was. Ich habe es einfach angefangen an einem Tag, wo ich mich ablenken wollte. Und ja, ich bin tatsächlich noch dran, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch spiele. Vielleicht spiele ich es noch 3, 4 Tage und dann habe ich doch wieder keinen Bock. Deswegen, wie gesagt, nichts für den Kanal. Deswegen, ich habe halt momentan nichts für den Kanal, weil Bugsnax und Cave Story würde ich als beendet bezeichnen, da ich das Gefühl habe, dass es auch nicht so gut ankommt. Und ich warte dann halt jetzt auf Subnautica Below Zero, dass das endlich mal wirklich rauskommt. Das würde ich nämlich jetzt erst anfangen wieder, wenn ich sicher bin, dass man da seinen Spielstand weiterspielen kann. Die Story soll ja schon im Prinzip jetzt zu Ende sein, aber ja, ich würde lieber nochmal abwarten, dass das vielleicht offiziell erscheint. Und die zweite Sache wäre dann, worauf ich warte, ist Kena Bridge of Spirits, hier rechts. Das hatte ich in so einem Trailer gesehen, bei irgendeiner Game Show E3, ich weiß nicht mehr, welche das war. Und fand ich eigentlich ziemlich süß, da wollte ich mal gucken, was es damit auf sich hat. Da habe ich ja wirklich null Plan, wann das erscheint. Keine Ahnung. Deswegen, ja. Das sind so die zwei Sachen, die trotzdem jetzt noch irgendwann kommen könnten. Und natürlich, bei Epic kriegt man ja immer alle 7 Tage ein neues kostenloses Game. Da gucke ich dann auch immer rein, was das ist, ob das was wäre. Und wenn da zufällig gerade mich was anspricht, würde ich das natürlich dann auch wieder aufnehmen. Das wäre so jetzt halt gerade mein Plan. Das heißt, bis da halt was kommt, wo ich sage, da habe ich jetzt wieder Bock drauf. Das kann jetzt Tage sein, das kann morgen schon sein, das kann in der Woche sein, das kann aber erst in 3 Wochen sein. Also ich weiß es halt nicht. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr könnt euch mit mir zusammen gedulden, dass es wieder ja, normal weitergeht sozusagen. Und in der Zwischenzeit werde ich auf jeden Fall streamen, denn bei Streams kann ich mich auch einfach hinsetzen und mit euch quatschen. Da machen wir Just Chatting, machen ein bisschen Stream Raiders parallel oder sowas. Da muss man dann nicht immer zwingend was spielen. Deswegen passiert das dann eher öfter. Und ich kann halt auch so Spiele spielen, wo ich dann einfach irgendwie einsteige mittendrin und die halt einfach für den Kanal nicht so geeignet sind. Genau das jetzt eigentlich zum Stand der Dinge aktuell auf meinem Kanal und meine Streams. Und ansonsten, wenn ihr, keine Ahnung, Ablenkung braucht, Leute braucht zum Unterhalten, wenn gerade auf dem Kanal nichts kommt, könnt ihr gerne im Discord vorbeischauen bei uns. Wir sind, glaube ich, mittlerweile so ein paar 40 Leute oder so. Traut euch ruhig, einfach in den allgemeinen Chat irgendwas zu schreiben. Hallo, wie geht's? Oder irgendeine Frage oder was auch immer. Ich kann euch Discord gerne mal aufmachen, ne? Denn ja, da seid ihr sehr willkommen. Da könnt ihr ruhig reinschauen und einfach losquatschen. Und ich werde den Link zum Discord nochmal in die Videobeschreibung packen. Ich bin nicht im Streaming-Modus, nein, deaktivieren. Genau. Das hier ist unser Discord. Schaut einfach mal unter Willkommen rein, damit ihr eine kleine Erklärung bekommt zu den einzelnen Chat-Kanälen. Wir haben momentan nur Schreibkanäle, sind keine Sprachkanäle, also
müsst auch keine Angst haben, dass ihr da aus Versehen irgendwo rein geratet, wo Leute sich unterhalten oder so. Ja. Wir haben halt eben unsere kleine Plauderecke mit allgemeinen Themen, mit Games-Themen, mit Games-Screenshots und mit, ja, Bildern von Tieren. Die sind auch immer willkommen. Ja, dann lesen wir uns vielleicht auf Discord oder auf Twitter, da bin ich eigentlich auch immer. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen.